sprechen wir über China, sprechen wir über Asien. Guten Morgen an Andreas Lipko von Klegel und Hafner. Herr Lipko, positive Konjunkturdaten aus China haben die amerikanischen Indizes schon mal beflügelt. Ist dieser Kursanstieg gerechtfertigt, gerade in Anbetracht doch der Unsicherheiten rund um Syrien? Ja, guten Morgen, Herr Groß. Die Frage muss man sicherlich aus zwei Seiten betrachten. Auf der einen Seite haben Sie schon gesagt, der Purchasing Manager Index kam besser rein, als der Markt erwartet hatte. Das gab es gestern, die offiziellen Zahlen von der Regierung aus China, heute dann eben von HSBC. Die gleiche Tendenz, hier ist der Index von 47,7 auf 50,1 gestiegen. Das ist insofern positiv, als dass eben der Anstieg größer war als erwartet und dann eben auch wieder zurück über der 50 ist, das heißt im Wachstumsbereich. Ich denke, dass diese Tendenz jetzt doch erst nachhaltig ist, dass wir also hier weitere Anstiege sehen, sicherlich nicht in diesem Tempo, aber auf jeden Fall eine Stabilisierung im positiven Bereich mit leicht positiver und wachsender Tendenz. Und Syrien ist natürlich weiterhin ein Unsicherheitsthema. Hier muss man weiter sehen, wie sich die Lage dort entwickelt. Herr Obama hatte ja das Thema auch an den US-Kongress weitergeleitet. Er wartet hier ja auf eine Zusage bzw. Abstimmung darüber, ob die USA dort militärisch aktiv werden wird oder soll. Demzufolge wird uns das Thema sicherlich noch in den nächsten Tagen begleiten. Nochmal kurz China und die Konjunkturdaten. Sie sagen also auch, China ist wieder zurück auf dem Wachstumspfad. Ja, ich denke schon. Also auf jeden Fall haben wir hier ja doch sehr, sehr lange, seit zwei Quartalen ein sehr, sehr schwaches Wachstum gesehen, beziehungsweise kein Wachstum. Jetzt die Zahlen dann eben doch positiv und dann auch so ein sprunghafter Anstieg. Ich denke schon, dass wir hier eben dann die Früchte sehen, die eben von der People Bank of China, von der Geldpolitik, die in China gefahren worden sind, eben doch die Realwirtschaft jetzt erreicht haben. Hier hatte man ja so ein bisschen immer das Bam-Bam-Spiel gehabt zwischen Immobilien, Blasenspekulationen oder beziehungsweise der Spekulation im Immobiliensektor und der Blase, die daraus entsteht und der Unterstützung der Wirtschaft in China. Das scheint so ein bisschen gelungen zu sein, dass man eben zumindest hier jetzt einen Support gebildet hat, also eine Unterstützung auf dem derzeitigen Niveau und dass man dann darauf eben auch ausbauen kann und wenn natürlich dann die konjunkturelle Situation global sich auch verbessert, natürlich China davon eins zu eins profitieren wird. Wie ist die Reaktion in Japan, eine ja auch nicht unwichtige Börse, gerade die Börse in Tokio? Wie hat man hier reagiert? Wie hat auch der Yen reagiert auf diese Information aus China? Also man hat ja auf jeden Fall die Zahlen aus China positiv gesehen und hat sie auch positiv umgesetzt. Aber hier ist sehr, sehr wichtig und momentan auch aktueller, dass man eben die Mehrwertsteuerdiskussion weiterhin ganz vorne hat. Man schaut also darauf, wie Herr Abe sich dazu äußern wird, wie die Entscheidung sein wird, ob die Mehrwertsteuer in Japan eben angehoben wird. Und das sind momentan die Faktoren, beziehungsweise der Faktor, der ja dann beim Yen doch eher überwiegt und beobachtet wird. Es gab eben Zahlen, die momentan dafür sprechen, dass es zu einer Mehrwertsteuererhöhung kommen wird. Und demzufolge der Yen dann eben auch eher auf dem Niveau verharrt derzeit. Was heißt das jetzt für die Einzelwerte? Wer war da besonders wichtig? Ja, interessant ist, dass wir in Japan schon seit einiger Zeit eine Tendenz sehen, dass Immobilienwerte stark gefragt sind. Das ist sicherlich zwei Aspekten geschuldet. Nummer eins natürlich klassischer Nachläufer. Wenn die Aktienmärkte gut laufen, dann kommt auch irgendwann der Immobilienmarkt in Schwung und dann sicherlich auch schon so ein bisschen in Blickrichtung darauf, dass man eben Sorgen hat, wenn eben diese expansive Geldpolitik nachlässt, was man dann eben, wie es dann mit der Wirtschaft weitergeht, da gehen eben viele Gelder aus dem Aktienmarkt raus und werden in Immobilien angelegt und diese Tendenz sieht man, demzufolge können zum Beispiel heute Mitsubishi Estate mit 3,7% gewinnen, wir haben auch eine Sumitomo Realty gesehen mit 3,23 oder auch eine Shimizu Corp mit 5%. Was erwarten Sie für eine Woche in Asien? Geht das jetzt so positiv weiter? Also ich denke schon, dass wir diese Woche auch wieder weiter leichter positive Tendenzen sehen werden. Wir werden also hier einen Anstieg beim Hang Seng und auch im Yen sehen. Es ist natürlich auch schwierig jetzt vorauszuschauen, wie sich eben das Thema Syrien darlegen wird. Das ist sicherlich auch nochmal ganz, ganz wichtig. Aber wenn dieses Thema auf die übernächste Woche verschoben werden sollte, sind die Chancen gut, dass wir auf jeden Fall eine positive Woche in Asien sehen werden. Andreas Lipko, Marktexperte von Klegel und Hafner. Dankeschön. Ich bedanke mich auch und schönen Tag, Herr Groß.